Hermann Josef Knipper, Sie sind der Konzernsprecher von R&V Versicherungen. Wie setzen Sie Bewegtbild ein in der Unternehmenskommunikation? Wir nutzen Bewegtbild immer da, wo es irgendwie möglich ist. Mir geht es aber nicht um Bewegtbild. Mir geht es um hohe Aufmerksamkeit, hohe Reichweite bei allem, was wir machen. Und da spielt zunehmend Bewegtbild natürlich eine Rolle. Man sieht das in den sozialen Medien. Da läuft ja fast nichts mehr ohne Bewegtbild oder mindestens Bild. Texte ohne Bilder oder Bewegtbild sind nicht mehr denkbar. Das war früher anders. Insofern, sobald wir damit mehr Aufmerksamkeit generieren, nutzen wir Bewegtbild. Und setzen Sie Bewegtbild dann auch digital und intern ein? Absolut, ja. Ganz stark intern, also mit Interviews oder mit eigenen Filmen, die wir drehen. Ich habe inzwischen in der Konzernkommunikation mehrere Kolleginnen und Kollegen, die selber Filme, kleine Filme, so 3-4 Minuten konzipieren, produzieren, sprechen, schneiden und dann blitzschnell auch ins Intranet stellen. Da kommt es eben auch auf Schnelligkeit an, auf Authentizität, gerne auch mal in Selfie-Qualität. Ganz, ganz wichtig, kommt sehr gut an. Was ist Ihr Lieblingsbeispiel für diese neue Art von Bewegtbild, wie Sie sie einsetzen? Also wir haben eine interne Strategiekampagne. Ja, unsere Strategie heißt Wachstum durch Wandel. Da machen wir in diesem Jahr eine Serie, wo wir Mitarbeiter vorstellen, die unter dem Stichwort Mein Beitrag zum Wandel erklären lassen, was genau sie machen. Und mein Lieblingsbeispiel ist ein sehr großer, sehr muskulöser Kollege, der im richtigen Leben bei uns der Teamleiter Marke ist, also Markenführung. Mein Name ist Robert Baumbach und ich bin seit 10 Jahren bei R&V und seit 3,5 Jahren Leiter im Markenmanagement. Sie zeigen darin, dass er mit seinem Team, wie er den Ball nicht flach hält, sondern am Laufen hält. Ist das alles authentisch? Ist die Turnhalle, die Leute, die mitspielen, nichts gecastet? Weil das sieht ja alles ganz professionell aus. Alles authentisch, mit ihm gemeinsam entwickelt. Die Leute, die sich da zur Verfügung stellen, das sind inzwischen 6, 2 kommen noch im Herbst, müssen da 100% dahinter stehen. Sie müssen sich selber repräsentieren. Wir haben auch andere Beispiele. Ne? Also im Moment haben wir einen Schneider, der aber kein Schneider ist, sondern ein Vertriebskollege. Wir hatten eine Astronautin am Anfang. Die ist natürlich nie wirklich im All gewesen, aber die Story hat da gut zugepasst. Und sie hat sich damit sehr wohl gefühlt. Insofern, es geht da auch um Aufmerksamkeit. Ne? Wenn eine Mitarbeiterin, die jeder hier kennt aus der Kantine, plötzlich als Astronautin daherkommt, ist das per se schon mal eine Nachricht, wo man genauer hinguckt. Der Basketballspot macht jetzt aber nicht den Eindruck, dass er so von Mitarbeitern mal so nebenbei mit der Handykamera gemacht ist. Da setzen Sie dann schon auf Zusammenarbeit mit externen Agenturen? Ja, wir haben eine externe Agentur da dran, die das mit uns auch konzipiert hat, die das extrem gut auch betreut. Das ist Compassion in Düsseldorf von Professor Güttler, mit denen wir extrem gut da zusammenarbeiten, die sehr kreativ sind, tolle Leute auch haben, tolle Kameraleute haben, tolle Dramaturgen, wenn ich das so ausdrücken darf. Also wir sind da sehr zufrieden, ja. Und welche Botschaft soll dieser Spot dann transportieren für die Mitarbeiter, ja? Und extern sieht gar niemand diesen Nein, Spot? Nein, die ist nur für interne Zwecke. Unsere Strategie, die jetzt fast 2 Jahre alt ist, Wachstum durch Wandel, soll immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Deswegen machen wir 8 Folgen dieser Serie in diesem Jahr, also immer so 6 bis 8 Wochen hängen die Plakate, sind die Geschichten dazu im Intranet, die alle aufeinander einzahlen, die verschiedenen Kanäle, immer auch verschiedene Stücke dazu, mit der Möglichkeit, das auch im Intranet zu kommentieren und so weiter. Das ist eine sehr interaktive Geschichte, die andere Aktivitäten, andere Events, die wir dazu machen, auch unterstützt. Und wie kommunizieren Sie nach außen auch? Sie als Leiter Unternehmenskommunikation sind ja nicht nur für die interne Kommunikation zuständig. Wird Bewegtbild auch gegenüber externen Zielgruppen eingesetzt? Ja, machen wir schon. Klassisch eher, ja, dass wir also zu allen Themen, wo wir auch ganz bewusst Pressearbeit machen, Bilanzpressekonferenz, der Klassiker, oder wir haben in den letzten 2 Jahren sehr viel Pressearbeit gemacht mit unseren 2 autonomen Bussen, die wir haben, weil wir als erster Versicherer in das Thema autonome Busse reingegangen sind, mit 2 physisch tatsächlich hier stehenden und fahrenden Bussen. Da haben wir natürlich Bewegtbild
auch eingesetzt, eigene Filme gemacht, die auch ins Internet gestellt, auf YouTube gestellt und so weiter. Alles das, was wir machen. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, Bewegtbild als Eigenzweck zu nutzen. Es geht um Aufmerksamkeit und da hilft Bewegtbild natürlich gerade bei sich bewegenden Dingen sehr. Würden Sie denn sagen, dass im Kommunikationsmix, den Sie ja haben, Bewegtbild wichtiger wird, Digitales wichtiger wird, fällt Print ganz weg? Wie ist bei Ihnen der Mix? Ich bin ein großer Fan von Print und lese trotzdem selber alles an Presse immer digital, alles auf dem iPad. Aber ich glaube, dass Print so lange gebraucht wird, wie wir zum Beispiel alle gemeinsam Lust haben, Bücher zu kaufen oder Zeitschriften zu kaufen. Ich liebe gedrucktes Zeugs wie Bücher oder Zeitungen, Zeitschriften. Ich kaufe es auch gerne. Wir müssen eben alle erreichen. Ich will alle Mitarbeiter erreichen, 100%. Auch die, die nicht im Internet sind, die nicht gerne ein PDF lesen. Und im Moment haben wir den Eindruck, dass wir mindestens die Hälfte der Mitarbeiter nur über Gedrucktes erreichen. Wenn irgendwann alle Leute nur noch digital lesen und wir sie wirklich erreichen und damit auch Interaktion herstellen, dann können wir gerne auf Print verzichten, aber das sehe ich noch nicht. Turi 2 Edition. Inspiration für Macher. Und Inspiration live beim Kongress Total Video.